Hallo meine lieben Kartoffelfreunde. Wir sind letztes Mal. Oh nein, das ist nicht schönes. Nur So. Wir haben letztes Mal die Typen da schon erledigt. Ich sagte doch, dass die Messer nach links kommen. Die waren immer schon links. Mach auf, Großmutter! Hier aufmachen. Ich finde dich schon noch. Bist du ja? Steck dir die Augen aus! Oh nein, das ist nicht schönes. Nur Müll. Müll. Wirklich alles. Da ist. Ja, letztens haben wir die erledigt. Gut, dass wir das übernommen haben. So. Zack. Und ich hole ja auch nochmal zur Seite. So, hier machst du. Ja, noch Essen und Geld. So, nehmen wir doch mal so eine alte blinde Dame auseinander. Das ist echt. Das hat was. Das muss ich mir auch mal angewöhnen. So. Lumpengräfin, komm raus aus deinem Haus. Ich hab nicht geschossen. Ja. Lumpengräfin geht nicht, denn du bist tot. Ach ja, genau. Er war ja. Na, jetzt bin ich er wahrscheinlich wieder. Naja. Ja. Sei vorsichtig, Corvo. Sie nennen sie Lumpengräfin. Du würdest ihren wahren Namen oder den ihrer Familie nicht kennen. Aber ein Kaiser bettelte einst um ihre Hand. Während reiche Jünglinge um ihre Gunst kämpften. Ich sah, wie sie prüfte, ihren Wert abschätzte, für nicht gut genug befand. Dann traf sie eine andere Entscheidung. Du bist unterwegs, um dich mit dem Oberaufseher zu treffen, dem Anführer eines großen Kultes, der mich von ganzem Herzen verachtet. Ach, ganz ehrlich, wirst du tun? Wir überspringen das jetzt, weil wir letztes Mal den Shit ja schon gehört haben. J kann ich mir jetzt, da haben wir letztes Mal die Vitalität genommen. Jetzt haben wir wieder extra Leben, so. Das ist mittlerweile der 6. Part von meinem. Wenn ich ein Vöglein wäre, würde ich das essen wollen. Ja, das würde ich in der Tat. So, und ich weiß gerade gar nicht mehr genau, was wir machen müssen. Genau diese Lichtfalle sehen. Ich glaube, das kann. Ach, genau, wir sind da oben rein. Da. Warum muss ich da nicht Ach so, genau. Oh, ja, mein Typen Lieber, ich wusste, dass du mir mit diesen ungehobelten Rabauken helfen würdest. Mein tapferer Held. Hör zu, ich habe ein Geburtstagsgeschenk für dich. Ich bekam es vom Outsider und jetzt gebe ich es dir. Nur zu, es ist oben. Auf der Kommode. Du wirst damit eine feine Figur schnitzen. Weißt du noch, wie wir früher tanzten? Unsere Feiern waren großartiger als die im Hause Boyle. Jeder wollte eine Einladung. Okay. Ohne der Knochen von Kiki. Darf ich vielleicht erstmal sehen? Ich sagte doch, dass die Messer so dunkel drin hier kann man sehen. Die waren immer schon links. So, genau da. Wieso ist Ich hoffe, dir gefällt das kleine Geschenk, das ich dir geholt habe. Das ist das Mindeste, was ich dir für deine Hilfe geben kann. Ich kann diese Bottle Street Kinder nicht ausstehen. Rohlinge, jeder von ihnen. Faules Obst. Und dieser Slackjaw ist der schlimmste von allen. Da fällt mir ein, du kannst noch etwas für mich tun. Noch einen Gefallen. Und ich gebe dir noch ein Geschenk. Noch eine hübsche Rune, aus den Knochen eines toten Wals geschnitzt. Du erinnerst dich an meinen Arzt, mein Lieber? Dr. Galvani. Was für ein schlauer Mann. Er hat alle möglichen Ratteninnereien und Krankheitserreger in seinem Labor. Wäre es nicht schade, wenn etwas davon in die Elixiervorräte der Bottle Street Gang gelangen würde? Verdient hätten sie's. Kümmere dich darum, Lieber. Ich finde noch ein Geschenk, so schön wie das erste. Galvani wohnt auf dem Clavering Boulevard. Jedenfalls früher. Das waren noch Zeiten. Und jetzt los.
Meine kleinen Vögelchen haben Hunger. Mach ich doch. Meine Schätzchen. Deine Vögel sind tot, Mann. Ja, was sie muss ich machen? Ich fange eigentlich ein. Gut, ach ja, genau. J war beziehungsweise. Aufgaben. Neutralisiere Hauptaufgaben. Optionale Aufgaben. Optional. Verschollene Hauptmann Körnhoff und optionale Verehrer. Das wollen wir machen. Kann man irgendwie. Zielmarkierung anzeigen. Gut. So. Da hinten ist ein Büro. Und hier vorne ist die Lichtwand. Die haben wir letztes Mal, glaube ich, ausgekriegt. Genau. Ich weiß nicht, sind die Gegner hier jetzt auch alle tot. Warte, damit sind wir jetzt nicht so schnell. Nice. Da ist das Büro. Ich denke mal, wir können nicht einfach durch die Tür spazieren, oder? Okay. Eingebrochen. Easy. So. Ja, das war sehr undercover. Ich werde dich. So wie ich es mir vorgestellt habe, funktioniert das natürlich. So, jetzt ist kein Problem für den Kind. Kein Ding für den Kind. So. Den bringen wir jetzt nicht gleich um. Ich nehme mich auch auf die Schultern. So. Du kommst in die Ecke. Du kommst in die Ecke. Du kommst in die Ecke. So. Du wirst mich noch töten. Vierter Fall des Monats gemischt im Laptop, ne? Die Heilkraft, wenn wir das alles finden. So. Hier. So. Ich hoffe mal. Damit wir aber nicht die Tür aufmachen können. Ich glaube nicht. Ich hab immer noch nicht so ganz gut bewegen. Zudem interessiert mich herzlich die Doktor von allen Oma sowieso nicht. Weil ich. Ach, naja, genau, nachher kann ich einfach auch Sachen kontrollieren. Langsam kommt alles wieder. Ja, ich glaube schon. Dann musst du dir deine Hände gut waschen. Die Ratten bekommen ihre lebenden Essenzen überall her, sagt der Doktor. Lebende Essenzen? Meinst du Innereien? Ich glaube schon. Also musst du deine Hände reinigen. Sie sind verseucht. Verseucht? Das ist Unsinn. Können wir nicht? Nein, ich sag's dir. Mit Reinigungsbenzin oder weißem Essig. Ist gut, ist gut. Was macht er den ganzen Tag? Ambrose sagt, er züchtet verseuchte Ratten. So ein Quatsch. Der Doktor ist brillant. Wenn jemand die Stadt retten kann, dann er. Der kaiserliche Arzt wird uns retten. Ich habe gehört, sein neuestes Elixier ist doppelt so wirksam. Ich verstehe nicht, warum Galvani Sokolov so bewundert. Ist da jemand? Oh nein! Helft mir! Jo. Trotzdem einfach nur abgeschlachtet. So. Mann, jetzt hab ich ja eine Zeit mehr, ne? Doch. Der Hals da ist. So. Hier sind wir die Probleme. Wie wäre ich denn auch anders nicht gekommen, ohne die alle zu stören? Da wäre ich niemals durchgekommen.
ohne die alle zu kaputt zu machen. Oh, Mana. Ja, gut. Halt da. Okay, gut. Dann muss ich wohl noch einen. Unzerstörbar mit Spiel. Aber die hätte ich eh töten müssen, glaube ich, in den Flüsse. So. Hier ist auch noch ein Schiff. Ah, okay, jetzt muss ich ins Allerhabelaber. Ins Allerhabelnimme, ins Labor. Was sollte ich jetzt holen? Oder hier irgendwas. Die letzte Lieferung sollte innerhalb einer Woche eintreffen. Ihr Freunde müssen. Okay. So. Was soll ich denn jetzt? Mann? Das Audio noch von mir. Eine infizierte Ratte unterscheidet sich von der gemeinen Ratte in ihrer Größe und der Rauigkeit ihres Fells und auch in ihrer Intelligenz, wobei diesbezügliche Experimente noch unvollständig sind. Korianders Tierleben beschreibt nur die gemeine Ratte. Das bedeutet, infizierte Ratten leben hier höchstens seit 5 bis 7 Jahren. Das war keine allmähliche Ansiedlung. Könnten sie absichtlich hierher gebracht worden sein? Vielleicht durch fremde Hand? So, gut. Er will also herausfinden, wer den hergebracht hat. Wie komme ich denn da hinten rein? Ach so. Ah. Ah. Okay. Der spießt. Boah, das ist eben noch. Spießt hier so etwas auf. Ja, drück 2011 um eine Münze, jetzt eine Münze aufzusammeln. So, mal öffnen. Hier hinter mir war ich nicht. Ja, den Klodeckel, das ist immer eine gute Idee. Immer runter machen, auch mit Verteilung. So, jetzt habe ich eigentlich das, was ich brauche, oder? Jetzt muss ich doch zurück zu der alten. Ne, vergifte das gefälschte Elixier des Bottle Street Gang mit verseucht. Und okay, dafür muss ich wieder aus. Okay. Ich werde dich finden. Oh, warte, sie wissen, was ich hier bin. Wir wissen, dass du hier bist und wir werden dich finden. Komm. Ich weiß, dass du hier irgendwo bist. Alter, warum fängt er denn genau dann an zu sprinten? Hilf mir doch jemand! Das hab ich dich! Verfütter den an! So. Yo, überlebt das einfach mal. Du Mongo. Bunny Hop geht nicht, schade. Hier nehme ich auch alles. Ja, hier kann man alles kaputt machen. So, und wieder zurück in den. Nee. Doch, ich gehe jetzt zurück zum Boulevard. So. Ich würde mal sagen, das war's jetzt wieder mal mit der Folge Dishonored. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da oder auch ein Abo. Ihr könnt auch gerne meine anderen Videos mal anschauen. Hiernach kommt jetzt noch die Endkarte. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Oh mein Gott! Oh, ich hab mich halt voll erschrocken! Ich hab mich nicht erschrocken!